Natalie, 15 Jahre, ist das asozialste Mädel auf der Welt. Guckt euch das an. Die 15-jährige Natalie aus Hückelhofen ist respektlos und faul. Der Party-Teenie lebt in den Tag hinein und hat ein klares Lebensmotto. Ich kenne das Lebensmotto. Trinken alleine im Parkhaus, das habe ich mir schon immer gewünscht vom Nikolaus. Für Natalie und Sof, ich alle weg. Das ist deine Zukunft, die du dir verbaust? Genau, meine Zukunft, nicht deine Mama. Ja, wovon willst du leben? Vom Staat? Ich würde nicht lieber arbeiten gehen, ich würde lieber mich schwängern lassen und ein Kind kriegen, weil dann kriege ich auch Geld für mich, für meine Wohnung und für mein Kind. Ach so, ich denke auch 219 Euro reichen sie, ein Kind und eine Wohnung. Wird ein bisschen knapp, ne? Für ein zweites Justin Bieber Poster reicht es dann aber nicht mehr. Sie nimmt es auch nicht so ernst, mit einem festen Partner zu haben, heute mal den, morgen mal den. Wenn der Lust hat, gehe ich mit dem im Bett, wenn der mit dem. Ja, was soll man machen? Die ist halt auf der Suche nach dem Richtigen. Danke, hinterlasst ein Abo.